Gestern ging es gegen eine riesige Schlange. Lila, mit 1000 Augen und spitzen, riesengroßen Zähnen. Aber wusch! Wumm! Mein Feuer hat sie so erschreckt, sie ist in den Dschungel abgezischt. Auf Nimmerwiedersehen! Ziemlich cool, oder? Ja, du bist so mutig, Milio. Erzähl uns mehr. Na gut, aber nur, weil ihr es seid. Ich habe so viel Neues erlebt, seit ich mein Dorf verlassen habe. Jetzt haltet euch fest. Ich habe sogar gegen ein grünes Monster gekämpft. Es hatte 8 Beine und riesige Scheren, größer als die Bäume. Ich habe gelernt, viele Leute gleichzeitig zu heilen, viel mehr als daheim. Wow, das klingt schwer. Wie machst du das, Milio? Wenn man es kapiert hat, ist es einfach. Ich versuche überall neue Freunde zu finden und es klappt immer. Ja! Irgendwann. Es ist vielen nicht bewusst, aber Feuer muss nicht wehtun. Ich helfe Leuten gern dabei, es zu verstehen. Und es ist eine gute Übung, um stärker zu werden. Ja, genau. Hey, wir verstehen uns. Meine Familie wird diese Geschichten lieben. Sie warten bestimmt schon auf meinen nächsten Brief. Ich wünschte, sie wären jetzt hier. Sie sind gerade hier. Und denkt dran, wir werden sie so stolz machen. Ich bin müde. Ich wette, in Ishaokan haben sie bequeme Betten.